zu einem kleinen Technikvideo heute auf africatwins.de. Leider kann Anselm heute nicht dabei sein, weil aufgrund des schlechten Wetters haben wir uns entschlossen, jetzt mal nicht zu fahren. Deswegen bin ich heute mal alleine. Es wird aber auch nur ein kurzes Video, von daher in der Regel machen wir sowas immer zusammen. Heute geht es mal um das eines der wichtigen Themen, und zwar um die richtige Handyhalterung für die Africa Twin. Und zwar, es gibt alle möglichen Handyhalterungen, die man da montieren kann, sei es an Lenker, sei es oben an das Navi-Bügel, an der Windschutzscheibe. Nicht jede Handyhalterung taugt etwas. Manche sind zum Reinstecken, manche zum Anklicken der Handys. Ich habe jetzt lange überlegt, was für eine Handyhalterung ich mir dran machen könnte. Damals hatte ich mir eine dran gemacht und bin aber, wie soll ich sagen, nicht zu 100% zufrieden. Aus verschiedenen Gründen. Aber fange ich erstmal an, worum es hier eigentlich geht. Ja, eine solche klassische Handyhalterung, die man unten an den Lenker montiert, ist euch sicherlich allen bekannt. Da spannt man das Handy rein, man zieht es auf, wenn es gerade entriegelt ist, lässt es wieder zurasten, verriegelt es hier unten an einem kleinen, wie wir es nennen, Nupsi. Und das Handy ist bombenfest drin. Der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, wenn ihr auf der Twin sitzt und ihr fahrt, müsst ihr ständig runterschauen. Das heißt, natürlich solltet ihr den Blick auf die Straße richten. Aber wenn, sag ich mal, gerade bei Kurvenfahrten oder bei Nachtfahrten, wenn man dann unterwegs ist und man kennt jetzt die Gegebenheiten nicht so ganz, dann muss man natürlich schon wissen, ist jetzt links oder rechts, wenn das Navi angeschaltet ist. Und dann ist es natürlich blöd, wenn man den Blick auch nur für ein paar Sekunden runternimmt. Und ich bin ja selber zweimal in so prekäre Situationen gekommen, weil ich einmal einen Bruchteil von einer Sekunde kurz aufs Navi geguckt habe, also aufs Handy. Kann ich nicht empfehlen, zumindest nicht für Fahranfänger, und deswegen ist diese Halterung hier unten vielleicht ganz nett, aber auf Dauer nicht wirklich praktisch. So. Also musste eine neue Lösung her, und diese neue Lösung wird oben an der Twin angebracht. Und die sieht ungefähr so aus. Eine Halterung hier oben, wo eigentlich das Navi über den Armaturen angebracht wird. Und ihr habt es auch schon gleich erkannt, was es für eine Handyhalterung ist, nämlich SP Connect. An dieser Stelle mal einen kurzen Dank an Jens Cook, über den ich überhaupt erst darauf gekommen bin, dass diese Handyhalterung funktioniert. Allerdings gab es ein paar kleine Probleme, ganz besonders jetzt hier bei der Africa Twin, aufgrund des Aufbaus hier oben. Und zwar, wie man sehen kann, ist das Teil relativ weit hinten gelagert. Und zwar am hinteren Teil, und dann ist dann der kleine Winkel hier oben, und ja, was soll ich sagen, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man das nicht sieht, deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie es aussieht. So, und wie ihr sehen könnt, die Handyhalterung ist weiterhin ziemlich press, man sieht sie auf einen Millimeter. Der Vorteil ist an der SP Connect Halterung, man kann es hier bewegen. Dadurch lässt sich das leichter anstecken, und ich zeige euch das jetzt halt mal anhand der Hülle. Da ich das Video gerade mit meinem Handy aufnehme, nehme ich jetzt einfach die Hülle rausgenommen. Das geht natürlich auch, dann könnt ihr es euch auf alle Fälle vorstellen. Und jetzt ist es so, das Handy wird hier hinten drauf gesteckt. Jetzt ist es passend, und ihr seht schon, es ist echt hier eine ziemliche Maßangelegenheit, auch hier oben an der Scheibe. Na, wird es langsam scharf? Ne, wird es nicht. Auf jeden Fall oben an der Scheibe auch, aber es ist definitiv möglich, es ohne größere Probleme zu drehen. Und damit hält der ganze Spaß natürlich auch. Ihr seht es hier nochmal, ich zeige es euch nochmal hier anhand der Geschichte. Es ist eine knappe Angelegenheit, aber es ist eine mögliche Angelegenheit. So, um das Ganze dringend zu befestigen, muss man natürlich erstmal die Scheibe hier entfernen anhand dieser vier Schrauben, weil sonst bekommt man hier hinten das ganze Ding nicht dran gebaut. Schande über mich, gestern hat es ein bisschen geregnet, ich bin durch Starkregen gefahren, und deswegen sieht die Scheibe ein bisschen ramponiert aus. Das muss ich bei Gelegenheit sehr bald mal in einer neuen Putzaktion sauber machen mit dem Anselm. Das Handy selber und diese Hülle hat jetzt ungefähr die Größe eines ganz normalen iPhone. Ich sage jetzt mal einfach 8. Und ob da jetzt eigentlich mal was Größeres dran passt, lässt sich jetzt so leider nicht ermitteln.
Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie was Größeres habt, irgendwie ein Galaxy Ultra oder was auch immer, könnte es doch problematisch werden. Aber dennoch machbar. Jeden Fall befindet sich das Ding schön mittig. Man hat das alles im Blick, die Straße und natürlich auch, wenn man das Navi anhat, immer das Navi im Sichtfeld, wenn man auf der Twin sitzt. So, als erstes fangen wir mal damit an, dass man, wenn man SP Connect nutzen möchte für sein Motorrad, braucht man natürlich erstmal entweder eine Handyhülle oder die passend für das jeweilige Handy ist. Oder man nutzt einfach einen kleinen Adapter, den gibt es auch zu kaufen, der ist natürlich etwas günstiger. Dann kann man dann eine x-beliebige Handyhülle nehmen, Voraussetzung, dass sie jetzt nicht unbedingt geriffelt hinten ist auf der Rückseite, sodass man diesen Anschluss, diesen runden Anstecker, den man später braucht, um es anzuklicken ans System, auf jeder Handyhülle befestigen kann. Das heißt, ihr könnt auch, keine Ahnung, ein älteres kleines Handy nehmen, iPhone XY, was auch immer, und das hinten dran machen mit irgendeiner anderen Plastikhülle von einem Dritthersteller. Also ist alles kein Problem, ist alles möglich. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden, weil es einfach, ja, es gab die Hülle für mein Handy und warum denn nicht? So, als nächstes, ganz wichtig natürlich, zack, der Mirror Mount. Das ist das Mittel der Wahl, weil es gibt noch einen zweiten Anschluss, der ist eigentlich eher für den Lenker gedacht. Der hat das Problem, dass er hier unten eine wesentlich größere Öffnung hat. Dementsprechend kann man das nicht so gut an die Handyhalterung montieren. Dieser Mirror Mount, der kann ja zweckentfremdet werden, eben halt nicht für den Mirror, sondern eben für die Navi-Halterung an der Twin. Und da passt das eigentlich wunderbar mit den Adaptern, die man hier unten reinmachen kann. Dann kann man das perfekt justieren und bombenfest über die Schraube auch wirklich da anziehen. Da bewegt sich nichts mehr, da wackelt nichts und das fliegt euch garantiert nicht weg. Und als allerletztes, und das ist am wichtigsten überhaupt, weil sonst geht es gar nicht, ist dieses Antivibrationsmodul. Dieses Antivibrationsmodul, ich hätte es jetzt zu Beginn, habe ich gedacht, ich brauche es nicht, weil es ist ja schon ein passender Anschluss hier. Das heißt, wenn man seinen Spiegel montiert hätte, wäre das alles kein Problem. Dann hätte man das mit der Handyhülle und eben mit dem Mirror Mount machen können. Problem allerdings, ihr habt es ja gesehen, es fehlt ein bisschen der Abstand nach vorne. Das heißt, wegen der Sonnenblende für die Armaturen kriegt man das Handy einfach nicht dran gebastelt an. Also man kann es dran setzen, aber man kann das Handy nicht dran stecken, weil es hängt dann am Glas oder eben an der Sonnenblende. Und dafür braucht man eben dieses Antivibrationsmodul. Das gibt den nötigen Abstand wirklich auf einen Millimeter genau. Passt es? Es ist auf alle Fälle machbar, das dran zu machen. Und gut, einen Vorteil hat es sowieso, nämlich dass das Antivibrationsmodul eben halt auch das Handy so ein bisschen schützt, weil gerade wenn man so ein bisschen mehr auf Offroad-Gebiet unterwegs ist oder irgendwie auf Straßen, die eben nicht so gut gepflastert sind und das Motorrad ein bisschen in Erschütterung gerät, gleicht das Antivibrationsmodul in dem Sinne aus, dass jetzt zum Beispiel an den Handys, die jetzt empfindliche, eine Kameralinse oder so kann nicht beschädigt werden oder die Optik oder irgendwas anderes in dem Gerät selber. Also man schützt ein bisschen das Handy mit und deswegen, wenn ihr das an die Africa Twin dran baut, ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall diese beiden Teile benutzt. Und dann eben optional, wie gesagt, das hier oder halt eben den speziellen Anschluss einfach nur für irgendeine x-beliebige Handyhülle. Aber diese beiden Dinger, ohne das wird es nicht funktionieren. Das kann ich euch sagen. Das war das kurze Technikvideo zum SP Connect Anschluss und wie man ihn am besten an die Africa Twin dran baut, sodass es dann am Ende auch passt und man sich nicht ärgert, dass man denkt, jetzt passt es wieder nicht, jetzt geht wieder was nicht. Und ja, ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter und bei der Wahl des richtigen Adapters und wünsche euch weiterhin gute Fahrt und abonniert uns, gebt uns einen Daumen hoch und folgt uns auf Instagram und auf allen möglichen anderen sozialen Medien. In diesem Sinne, gute Fahrt!